Ja, das ist ja nun der erste Bericht aus dem Stadtrat, des Stadtrates von letzter Woche Donnerstag, dem 7. März. Am Donnerstag haben wir den ersten Doppelhaushalt in unserer Stadtgeschichte beschlossen, den Doppelhaushalt für das Jahr 2019 und 20. Dieser ist intensiv vorbereitet worden durch Stadträte und Ortschaftsräte, und unter Beteiligung der Ortschaftsräte ist auch hier die Abfrage der Bedarfe erfolgt. Wir haben als Verwaltung einen Haushaltsplan aufgestellt, der den gesetzlichen Rahmenbedingungen entspricht und der aus unserer Sicht genehmigungsfähig sein dürfte. Aus diesen Gründen haben wir den Stadträten diesen Haushaltsplan vorgelegt und dieser wurde auch einstimmig, das heißt ohne Gegenstimme und ohne Stimmenthaltung, vom Stadtrat zu beschlossen. Ich freue mich insbesondere dazu, dass es keine Nachfragen mehr gab und keinen Diskussionsansatz zu dem Haushaltsplan und so die Verwaltung dann in die Haushaltsbewirtschaftung gehen kann. Wir informieren immer wieder über die Bestandteile des Haushaltes. Der Doppelhaushalt deckt sicherlich die restliche Hochwasserschadensbeseitigung mit ab, die uns in diesem Jahr vorwiegend beschäftigen wird, und das Thema Kürsetherme. Ansonsten können wir feststellen, dass wir keinerlei Steuererhöhung eingeplant haben. Weder Grundsteuer noch Gewerbesteuer soll in den Jahren 2019 und 2020 erhöht werden.